herzlich willkommen zu meinem neuen Video für euch direkt aus Teneriffa im Juli 2018. Loves, ihr Lieben, meine Lieben, dieses heutige wichtige Video habe ich wirklich auf euren dringenden Wunsch gedreht. Ich werde wirklich seit Monaten gebeten, dieses Video zu drehen. Und ich drehe dieses Video wirklich nur für euch. Ich alleine wäre niemals auf die Idee gekommen, dieses Video zu drehen und so eine Thematik anzusprechen, weil es einfach nicht meine Art ist, den Werdegang von anderen Menschen, spirituellen, ehemaligen spirituellen Menschen zu erörtern. Doch in diesem Fall werde ich täglich über Instagram, Facebook angeschrieben, privat von Klienten angesprochen, über YouTube angesprochen. Ich sehe, welchen Schaden auch der Werdegang dieser Person, um die es heute geht, in der spirituellen Welt angerichtet hat. Die geistige Welt, die Engel bitten mich seit Monaten darum, ein Video darüber zu drehen, einfach weil ich vor Ort gewesen bin, als etwas im Leben einer bekannten spirituellen Person geschehen ist. Ich war live vor Ort, als es passiert ist, mehrere Monate, und kann deshalb hellsichtig berichten. Und ich kenne diese Person auch recht gut, jedenfalls hellsichtig und aus der Ferne. Meine lieben Loves, es geht um die berühmte, bekannte, ehemalige Hay House und Engels Autorin Doreen Virtue. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich in meinen Videos und auch in meinen Blogs und ja, Artikeln, auch live in den Readings, gerne immer die wunderschönen Bücher und Engelkartendecks von Doreen Virtue empfohlen habe. Und das mache ich auch noch bis heute. Nun ist es so, dass Doreen Virtue, wie viele von euch vermutlich wissen, im Herbst oder ich glaube Ende 2016, ich habe die genauen Daten nicht im Kopf, die könnt ihr gerne recherchieren oder mich via Kommentarfunktion berichtigen. Nun ist es so, dass Doreen Virtue ja Ende oder im Herbst oder Ende 2016 die spirituelle Welt verlassen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, darauf gehe ich gleich näher ein, und sie ist zum Christentum konvertiert. Sie sagt, ihr sei der biblische Jesus erschienen. Sie ist zum Christentum konvertiert, wurde daraufhin von Hay House, ihrem langjährigen, ich glaube sogar jahrzehntelangen Verlag, der sie groß, berühmt, bekannt und reich gemacht hat, entlassen. Und auf ihrem Instagram-Kanal, in ihren YouTube-Videos und in ihren Facebook-Veröffentlichungen spricht sie sich nun seit ihrer Konvertierung zum Christentum, ich glaube zum evangelischen oder baptistischen Christentum, sehr vehement gegen alles aus, was sie früher in die Welt hineingetragen hat. Ne? Also gegen die Spiritualität, gegen Meditation, gegen Reinkarnation, gegen Yoga, gegen Hellsichtigkeit, gegen das komplette New Age. Wobei ich sagen muss, ich mag den Begriff New Age oder Esoterik nicht. Ich sage immer Spiritualität oder die spirituelle Welt. Viele fragen mich, was ich dazu sage, weil, und ich muss sagen, ich habe es leider erst viel zu spät mitbekommen, dass Doreen Virtue öffentlich jetzt gegen ihr eigenes Werk oder ihr damaliges Werk vorgeht. Ich habe das sehr spät mitbekommen, nur so am Rande, weil ich Doreen Virtue doch seit einiger Zeit nicht mehr verfolgt habe und ich das live vor Ort in Hawaii, als es geschehen ist, mitbekommen habe und ich es spirituell hellsichtig verfolgt habe. Woran ich halt nicht gedacht habe, ist, was das in der spirituellen Welt, bei ihrer Gefolgschaft, in der New Age Szene, wie gesagt, ich mag das Wort nicht, in der spirituellen Welt auslöst. Und nun sehe ich mich gezwungen, aufgrund der hohen Nachfrage, auch aufgrund der Engel der geistigen Welt, ein Statement abzugeben. Es gibt ja bereits sehr viele Statements auf YouTube. Ob es jetzt Statement auf Deutsch gibt, weiß ich gerade aktuell nicht, aber auf Englisch gibt es einige. Nun möchte ich euch erzählen, wie ich diese Wandlung der Doreen Virtue, ihre Konvertierung erlebt habe, was ich hellsichtig sehe und gesehen habe, wie ich das sehe, was für ein Resümee ziehe ich und was möchte ich dir oder euch empfehlen, weil das Verheerende ist, dass viele
ihrer Leserschaft oder auch viele deutsche spirituelle Menschen, auch besonders junge Mädchen, waren so geschockt, dass Doreen Virtue gegen ihr eigenes Werk wettert, dass diese ja, Menschen oder auch junge Menschen die Engelkarten nicht mehr nutzen, die Bücher nicht mehr lesen. Einige haben sogar Angst bekommen und alles weggeschmissen. Das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne der geistigen Welt. Ich muss sagen, bevor ich auf die, ja, auf das eingehe, was Doreen Virtue geschehen ist, ich möchte dir euch nochmal sagen, Engel jenseits der Religion existieren, Reinkarnation existiert, Yoga ist gesund, das Yoga ist eine Jahrtausende alte, wunderschöne spirituelle Bewegungsabfolge für den Körper, für den Geist, für die Seele. Das ist, glaube ich, sogar älter als die Bibel und ist einfach so, wird sogar von der Schulmedizin verschrieben. Also nur weil Doreen Virtue jetzt sagt, Yoga ist nicht mehr gesund und man glaubt daran, Entschuldigung, man sollte doch wirklich bisschen mehr auf seine eigene Logik vertrauen. Also Yoga ist okay, Reiki, wenn es richtig von den richtigen Kanälen sauber angewendet wird, ist okay. Es kommt alles von Gott, Göttin. Jetzt noch mal tiefer erklärt, legen wir los. Wie viele von euch wissen, befanden Enrico und ich uns im Herbst 2016 auf einer dreimonatigen Reise auf den hawaiianischen Inseln. Unsere Reise ging im Oktober 2016 auf Maui los. Doreen Virtue hat damals mit ihrem Mann auf Maui gelebt und hat dort, wie der Zufall es so wollte, die geistige Welt ist ja schlau, sie weiß ja, was kommt, hat dort ihr meines Wissens nach letztes Engelseminar gegeben. Enrico hat damals bei ihrem, ich glaube, dreitägigen Angel Therapy Seminar teilgenommen. Ich habe nicht mitgemacht, weil ich brauche das nicht. Ich bin hellsichtig, ich sehe die Engel. Ich habe in der Zeit in unserem Apartment in Lahaina, was direkt in der Nähe des Seminarzentrums war, schön auf dem Balkon gesessen, habe Rawfood Pralinen gefuttert, aufs Meer geschaut und hawaiianische Bücher gelesen. Und Enrico war 3 Tage lang dort, hat mir Bericht erstattet. Und er hatte mir damals schon gesagt, dass etwas Merkwürdiges, weil er ist ja auch hellsichtig, bei Doreen Virtue geschehen ist. Er meinte, sie war vor Ort bei diesem Live-Seminar sehr nervös. Wir haben ja viele Videos von Doreen Virtue gesehen. Ich muss kurz dazu sagen, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mein erstes Buch von Doreen Virtue im Jahre 2004 gelesen. Das war das Buch Dein Leben im Licht. Dort beschreibt Doreen Virtue ihren spirituellen Werdegang. Das ist so etwas wie ihre spirituelle Autobiografie. Mir persönlich hat dieses Buch sehr gut geholfen. Es hat mich zur Chakrenreinigung geführt. Es hat mich zur Manifestation geführt. Natürlich habe ich auch meine eigenen Techniken später bekommen. Es hat mir Mut und Hilfe gegeben, hat mich bestärkt. Ohne dieses Buch wäre ich heute nicht so für euch da, auch für die Klienten, wie ich da sein könnte. Von daher ist dieses Werk, dieses Buch sehr wichtig. Ich habe danach noch viele andere Bücher von Doreen Virtue ab 2004 gelesen. Die Feenbücher, die Engelbücher. Ich habe auch viele Engel-Orakelkarten von ihr, die auch immer gestimmt haben, die ich ab und zu mal hier und da für mich benutzt habe. Ich muss kurz sagen, Engel-Tarotkarten sind jetzt entgegen der späteren Behauptungen von Doreen Virtue nicht teuflisch, nicht satanisch und auch nicht dunkel. Ich weiß nicht, was sie genau sagt, aber mir wurde viel Merkwürdiges zugetragen. Engel-Tarotkarten sind einfach ein liebevoller Weg von Gott, Göttin, den Engeln, dem Kosmos, der geistigen Welt gewesen, durch den damaligen Engelskanal von Doreen Virtue, um für euch da zu sein. Denn in diesen Zeiten, seit Atlantis Avalon, wo so viele im dunklen Zeitalter all ihre spirituellen Gaben verloren haben, mussten Gott, Göttin, die Engel, der Kosmos, die aufgestiegenen Meister ja einen Weg finden, um zu euch zu sprechen. Und alle haben Gott, Göttin, die Engel ja täglich, egal in welchem Jahrtausend im dunklen Zeitalter seit dem Angriff auf Atlantis um Hilfe gebeten. Und Gott, Göttin schickt natürlich Hilfe. Und das damalige Selbst von Doreen Virtue war ja laut ihrer eigenen Aussage, das beschreibt sie auch, glaube ich, in Medizin der Engel, auch ein super Buch, empfehle ich immer noch.
In Medizin der Engel, in diesem Buch, beschreibt sie ihre Inkarnationen in Atlantis als Priesterin. Und diese Engels-Atlantis-Priesterin hat natürlich einen Eid geleistet, einen Schwur, dass sie für die Lichtwelten arbeitet und arbeiten wird. Und dass sie den Menschen hilft, egal was geschieht. Und das hat sie auch gemacht, ne? Sie hat wirklich ein großes, wunderschönes Werk für euch erschaffen, das auch immer noch gültig ist. Bitte. Es ist immer noch gültig. Ihre damaligen Bücher sind gültig. Ihre Tarotkarten würde ich weiterhin jedem empfehlen. Mir hat das super gut geholfen. Vielen Freundinnen von mir, vielen Klienten, Klientinnen. Also bitte. Kommen wir zur Wandlung, Transformation der Doreen Virtue. Wie gesagt, Enrico und Jules waren damals live dabei. Er hat dieses dreitägige Engelsseminar besucht und hat mir abends mal erzählt, dass etwas Merkwürdiges mit Doreen Virtue vonstatten geht. Er meinte, sie wirkte sehr ängstlich, sehr angespannt. Sie hat auch richtig, ja, ihre Leute, ihr Mann war dabei, ihre Söhne oder ihr einer Sohn, Radley Valentine, der andere Engelautor, der zu ihr gehört, von House, war dabei. Und er meinte, die waren richtig um sie herum postiert. Und sie hat wohl auch die ganze Zeit die Menge abgescannt. Nun, das sind Enricos Beobachtungen. Wir haben uns keine Gedanken gemacht. Seminar war vorbei. Enrico hat es gut gefallen soweit. Dann haben wir begonnen, Maui zu erkunden. Und wir sind an dem Tag auch zufällig. Und nun kommen die wichtigsten Botschaften, mein Lieben. Wir haben damals auch zufällig, als du in Virtue noch auf Maui gelebt hast, sind wir in dem Ort gelandet. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Es war in den Bergen, ich glaube, in... Ich muss nochmal nachschauen. Ich hatte auch eine Freundin in Hawaii in dem Ort. Wir sind in der Gegend gelandet, wo Doreen Virtue damals gelebt hat. Sie ist ja nach ihrer Transformation umgezogen, zurück nach Big Island, wo sie schon mal gelebt hat. Jedenfalls, meine Lieben, sind Enrico und ich an diesem schönen Tag nach dem Seminar von ihr in die Berge gefahren. Wir fahren diese lange Straße in die Berge hinein und auf einmal, ihr wisst, ich bin hellsichtig, ist vor mir am Rande der Berge, wo Doreen Virtue damals gewohnt hat, ein gigantischer, wunderschöner Engel erschienen. Und dies war die Engelsseele von Doreen Virtue. Dieser Engel war gigantisch, genauso gigantisch wie das Werk von Doreen Virtue. Und ich war total überrascht. Ich habe hessisch telepathisch diesen wunderschönen Engel, die Engelsseele von Doreen Virtue, gefragt, was sie hier macht. Und sie meinte, ich werde gehen. Ich werde gehen. Und ich habe mich noch gewundert und dann ist sie wirklich, sie so, ich werde mich befreien. Dann ist sie aufgestiegen, dieser große, wunderschöne Engel, und ist verschwunden. Und dann meinte ich noch zu Enrico, ich habe ihm das live erzählt, er ist mein Zeuge, jeder kann ihn fragen. Meinte ich noch, was wird jetzt mit der menschlichen Hülle, dem menschlichen Körper von Doreen Virtue passieren? Weil ich habe ganz deutlich gesehen, dass ihre Engelsseele rausgegangen ist. Und es war nichts, was ich geplant habe oder so zu sehen, sondern ich war total über Kula. Die Gegend heißt Kula in Maui, Hawaii. Ich habe die Engel gerade gebeten. Meines Wissens hat Doreen Virtue dort gewohnt, irgendwo dort in den Bergen. Ne? Ja. Ich habe mir keine Gedanken mehr gemacht. Wir waren in 3 Monate auf Hawaii, die meiste Zeit auf Maui, wo Doreen gelebt hat. Ich habe dann nichts mehr von ihr gesehen und gehört. Dann sind wir zurückgekehrt nach Deutschland, sind in das Haus in Teneriffa Süd gezogen. Und dann, viele Monate später, habe ich auf einmal am Rande mitbekommen, dass Doreen Virtue im Herbst 2016, als wir dort waren, ist sie wohl Jesus begegnet, ist sie zur Kirche gegangen. Und der Rest ist Geschichte, das könnt ihr alles auf ihrem YouTube-Kanal selber nachschauen, sie hat, glaube ich, ein Video dazu gemacht, ist konvertiert, wurde daraufhin von Hay House rausgeschmissen, weil sie nur noch Bibelgeschichten veröffentlichen möchte, das soll jetzt nichts gegen die Bibel sein. Und seitdem tobte ein Krieg zwischen Hay House. Louise Hay ist auch kurz vorher gestorben. Und ja, wie jetzt alle wissen, ist Doreen Virtue jetzt konvertierte Christin. Beziehungsweise war sie als Kind ja schon Christin. Sie ist ja als Kind schon Christin gewesen, ist mit der King James Bibel aufgewachsen, hat dann im Laufe ihres Lebens, als der Engel in ihr inkarniert gewesen ist, viel Spott, Häme und Schmäh und Angriffe ihr ganzes Leben lang erfahren. Ich habe das schon damals, 2013, 14 gesehen, dass irgendwas bei Doreen Virtue geschieht, als sie sich begonnen hat, langsam zu verändern. Sie hat dann ihre Haare wieder auf dunkel gefärbt. Ich habe das so auf YouTube verfolgt, auf Facebook. Sie hat erzählt, dass ihre Freundin, ihre Kindheitsfreundin ihr gesagt hat, endlich habe ich meine Freundin zurück. Sie hat begonnen, ihre Reisen
runterzuschrauben, hat quasi angekündigt, dass sie keine Reisen mehr für Heos machen wird. Sie war natürlich auf Jahre im Voraus verpflichtet, wollte dann nur noch die Seminare von Maui ausgeben, hat es dann runtergekürzt auf sie gibt es nur noch online, hat es dann runtergekürzt auf sie gibt nur noch Online-Lehrgänge und dann bam, hat die Engelsseele sich verlassen. Ein Walkout, ihr Lieben, ist geschehen. Bei Doreen Virtue ist ein sogenannter Walkout geschehen. Es gibt es auch, es gibt Walk-ins. Ich habe ein Video über Walk-ins. Es gibt auch sogenannte Walkouts. Und das bedeutet, der Engelsseelenanteil, der damals vor Jahrzehnten in Doreen eingekehrt ist, damit begann ihre Transformation, hat sie ihre Haare gefärbt, ist sie spirituell geworden. Dieser Engel hat ihr Leben geheilt, hat ihr alles gegeben, hat uns dieses wunderschöne Werk gegeben. Und dann hat der Engel, warum auch immer, das weiß ich jetzt nicht, der Engel wird seinen Grund haben, ist diese Engelsseele unter Absprache mit Doreen Virtues Menschenseele, Doreen Virtue. Oder Doreen, sie hat ja, Virtue ist ja der Name von ihrem, ich glaube, dritten Ex-Mann. Charles, ich glaube, der war ein vietnamesischer US-Soldat und sie hat ja seinen Namen behalten und den ihrem jetzigen Mann in Kindern gegeben. Die Mensch, Doreen Virtue, ohne diese Engelsseele, die in sie rein und Jahrzehnte später wieder rausgegangen ist, um hier auf Erden ihr Werk zu verrichten, hat sie quasi verlassen. Und Doreen an sich ist ohne diese Engelsseele eine ganz normale menschliche Seele, eine Frau, eine Human Soul. Wenn ich seelisch bei ihr gucke, wenn ich hellsichtig bei Doreen nachschaue, sehe ich eine ganz normale Frau, eine ganz normale menschliche Seele, eine Human Soul, die aber auf dem Stand des Mittelalters, ohne es bewerten zu wollen, stehen geblieben ist. Das heißt, ihre menschliche Seele sieht aus wie eine mittelalterliche Seele, die noch im Mittelalter so ein bisschen lebt und die vor allem, was jenseits des Christentums auf sie zukommt, höllische Angst hat, wie der Teufel vom Weihwasser, die damit nicht umgehen kann. Das ist die Transformation der Doreen Virtue, ihr Lieben. Wenn ihr wüsstet, was Walk-ins und Walk-outs ausmachen. Ich habe das so oft erlebt bei anderen Menschen. Seelen kommen rein und raus mit unter Absprache der Seele. Doreens menschliche Seele hat zugestimmt, weil sie meines Wissens nach Karma abzutragen hatte. Es war ihr Wunsch, dieses Werk zu verbringen, weil sie in vergangenen Leben, ich darf nicht näher darauf eingehen, sonst wird mir ja gleich verklagt, aber ihre menschliche, mittelalterliche Seele hat sich schon einige Dinge geleistet damals, die sie unbedingt, unbedingt für Gott und, und für die Welt gut machen wollte. Deshalb hat sie gesagt, okay, wir haben so ein Zeitalter, ich lade diese Engelsseele ein, ich mache alles, dann will ich aber wieder ich sein, möchte am Ende meines Lebens, so in den letzten Jahrzehnten, meine Ruhe haben. Der Engelsseelenanteil soll mich bitte verlassen. Das ist geschehen. Das Problem ist nur bei Walkouts, wenn du dann wieder der Normalmensch bist, du kannst mit deinem vergangenen Selbst nichts anfangen. Du verteufelst das meistens sogar. Das habe ich jetzt bei so vielen Menschen erlebt, wo Walk-ins, Walk-outs stattgefunden haben. Das sind vorher und nachher andere Menschen, die färben ihre Haare, die beenden alles, die ziehen um, hat sie auch gemacht. Sie ist zurück nach Big Island. Das ganze Leben verändert sich. Es war mit der geistigen Welt abgesprochen. Nur was halt nicht abgesprochen war, ist, dass Doreen Virtue jetzt ihr Engelswerk im Nachhinein verteufelt. Und das, meine Lieben, ist meiner Meinung und meiner Hellsicht nach und der Botschaft der geistigen Welt nach ein brillanter Schachzug der Gegenseite der Dunkelmächte, die auch in Atlantis eingefallen sind. Ja, eigentlich dient Doreen Virtue jetzt wissentlich, unwissentlich mit dem, was sie jetzt verzapft, der dunklen Seite. Weil jetzt nur noch zu sagen, man kann nur noch über die christliche Religion und über den christlichen Jesus aufsteigen, ist eine Lüge. Ich muss es wirklich so sagen. Jesus war vor dem Christentum auf der Erde inkarniert. In Atlantis, das wissen sehr viele, die ihn damals erlebt haben. Jesus ist ein Starseed, der kommt von Gott, Gott, Göttin, aus dem Kosmos, aus dem Licht. Man kann Jesus nicht nur in das Christentum, in die Bibel hineinquetschen. Die Bibel, das wissen alle, wurde auch beim Konzil von Nicea verändert. Jesus selber war ein Essener. Er konnte hell sehen. Jesus hat über Reinkarnation gesprochen. Gut, ich bin nicht hier, um mich mit Christen über das Christentum zu streiten. Die Christen sollen ihr's machen, die spirituellen Menschen sollen ihr's machen. Und ich verlange von Doreen Virtue, dass sie die spirituellen Menschen und die spirituelle Welt jetzt bitte in Ruhe lässt.
Das verlange ich und das wünsche ich mir auch, das ist der Wunsch der geistigen Welt. Sie muss ihr Karma gut machen, das hat sie gemacht. Und das jetzt rückwirkend zu verteufeln, ist teuflisch, ist nicht richtig, ist gegen den Willen der geistigen Welt. Also ihr Lieben, ich möchte es hiermit nochmal betonen, Doreen Virtue ist ein Walkout, ist ein Walkout-Erlebnis geschehen und die Engelseele von Doreen Virtue befindet sich im Äther und hat mir auch gesagt, dass sie natürlich zurückkehren und sich zeigen wird. Die Engelseele von Doreen Virtue wird natürlich weiterhin ihr Werk für dich, für euch, für uns alle verbreiten, wird sich in einen anderen menschlichen Kanal unter Absprache mit der menschlichen Seele hineinbegeben und wird wie ein Stern erstrahlen und leuchten und jeder wird das sehen und erkennen. Jedenfalls ist alles in Ordnung. Reinkarnation existiert. Jesus hat schon vor der Erde als aufgestiegener Meister, als Starseed, als das Licht Gottes, der Göttin existiert. Und viele fragen mich ja auch immer, ob ich Christin bin, ob ich irgendeiner Religion angehöre. Nein, ihr Lieben, ich bin spirituell. Meine Religion ist die Spiritualität, das war es schon immer. Ich bin mit zwei Religionen in meinem Leben aufgewachsen, mit dem Christentum und mit dem Islam. Wirklich, ich war in der Kirche, ich hatte evangelischen Unterricht. Ich bin sehr stark mit dem Evangelischen aufgewachsen, auch mit dem Islam. Und ich bin spirituell. Seitdem ich klein bin, habe ich immer Gott, Göttin, die Engel, die Feen gesehen. Seitdem ich denken kann, ist Jesus als aufgestiegener Meister bei mir, ist Mutter Maria bei mir, ist Lady Nada bei mir und ich schwanke nicht. Es ist mir völlig egal, was Christen sagen, was Moslems sagen, was Katholiken sagen, was sie über mich sagen, was sie über mich, die Spiritualität, denken. Das ist mir völlig wurscht, weil die Spiritualität ist ein Teil von mir. Ich bin eine Lichtseele, ich bin hellsichtig. Die Erde ist eine Station. Und ich lasse mich auf einer Station nicht von angstbasierten, menschengemachten Religionen beeinflussen, einhängen, einengen, die mir sagen wollen, eine gewisse Art von Sexualität ist schlecht. Das Christentum hat damals gesagt, Frauen haben keine Seele. Das Christentum oder der Katholizismus hat Ablassbriefe verkauft, hat alles und jeden als Sünder abgestempelt, ist in die Kreuzzüge gezogen. Wie lautet das Gebot? Du sollst nicht töten? Entschuldigung, für mich, ich fand Religion schon als Kind unlogisch. Ich habe das als Kind schon gemerkt, dass die meisten Vertreter dieser Religionen, ich bin ja hellsichtig, das darf man nicht vergessen. Ich habe das damals schon gesehen. Du kannst dir zwar eine Kutte anziehen und einen Hut aufsetzen und das Weihrauch schwenken. Das heißt nicht, dass du ein guter Mensch bist, dass du wirklich fürs Licht arbeitest. Die Seelen, die Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich fürs Licht arbeiten, im meisten Fall, ich sage nicht, dass es diese Menschenwesen nicht in den Kirchen oder Moscheen oder Tempeln gibt, die erkennt man meistens nicht. Und bei mir ist es so, ich bin eine uralte Lichtseele. Ich kenne Jesus, Lady Nada, Maria seit ewigen Zeiten, schon vor diesem Planeten Erde. Und ich kann mit den Religionen hier nichts anfangen. Menschliche Religionen mögen gut sein für junge Human Souls, für junge menschliche Seelen, denen man sagen muss, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Da können die Religionen wirklich formen. Aber bei alten Starseed-Seelen, die das alles schon wissen, die in Kontakt stehen mit Gott, Göttin und jenseits der Erde, gibt es Gott, Göttin, gibt es Tantra, ist alles in Liebe, gibt es andere Planeten. Das zu verteufeln ist teuflisch. Ich möchte euch also bitten, die geistige Welt prüft ja auch jeden von euch, jeder der Doreen Virtue und der Welt der Engel, der Welt der Einhörner, der Welt des Heilens von Atlantis und so weiter nur folgt, wenn Doreen Virtue dem folgt und alle, die dann umschwenken auf eine patriarchalische, uralte Religion, die ja auf einem Buch, basiert, wo viele Sachen rausgekürzt worden sind, die geistige Welt kann solchen Leuten nicht vertrauen. Jeder, der wie ein Schäfchen oder wie sagt man, im Wind hin und her schwenkt, wie soll die geistige Welt auf solche Seelen vertrauen? Das ist ja auch der Grund, warum sie Starseeds und inkarnierte Engel und Göttinnen hierher geschickt haben, weil sie wissen, dass die jungen menschlichen Seelen total beeinflussbar sind. Und das bedeutet, die geistige Welt prüft dich auf deinem Weg.
wenn du nur spirituell bist, weil du in Virtues ist, wenn du Christin bist, weil du in Virtue und andere auf einmal sagen, Lichtarbeit ist eine Verführung, ist böse, oh mein Gott. Also ihr Lieben, Doing Virtues, ein Walkout geschehen, zurückgeblieben ist ihre menschliche Human Soul, die Karma hat, die auf wirklich der Ebene des Mittelalters stehen geblieben ist. Ich empfehle immer noch, die damaligen Werke des Engels zu lesen, anzuwenden und haltet euch ansonsten an die anderen neuen Autoren, an die Kinder des Lichts. In Licht und Liebe, deine, eure Laila Santini. Bis dann, ciao!